Nächsten Punkt. Demokratie braucht Streit und leidenschaftliches Engagement. Das haben wir vorhin von Nicole Deitelhoff gehört. Jetzt ist das mit den Leidenschaften natürlich so eine Sache. Auf den ersten Blick scheinen Gefühle in der rationalen demokratischen Auseinandersetzung eigentlich keinen so einen rechten Platz zu haben. Gefühle kann man nicht widerlegen, Gefühle kann niemand bestreiten. Sie werden zu einem Argument, dem niemand widersprechen kann. Das macht Leidenschaften, Gefühle, Emotionen diskursiv problematisch und gleichzeitig zu einer sehr wirkungsvollen politischen Waffe. Und genau das lässt sich zurzeit ja beobachten. Enttäuschung, Wut, Verletztheit, das Gefühl, nicht berücksichtigt oder gedemütigt oder abgehängt worden zu sein, all das sind Emotionen, die seit einiger Zeit in der politischen Diskussion geltend gemacht werden und diese Diskussion, das empfinden einige so, nachhaltig stören. Was passiert da? Was folgt daraus? Wie kann Politik damit umgehen? Welche Gefahr, aber auch welche Ressource steckt in der neuen Lust an Gefühlen? Das sind Fragen, die ich jetzt an Ute Frevert weitergeben möchte. Die Historikerin ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin und leitet dort den Forschungsbereich Geschichte der Gefühle. Sie hat im vergangenen Jahr ein viel diskutiertes Buch über die Politik der Demütigung veröffentlicht. Auch das ein Thema, das eine unheimliche Aktualität zu haben scheint, in Zeiten, da digitale Pranger eingerichtet und zur Denunziation von Andersdenkenden aufgerufen wird. Ute Frevert, ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind und bin gespannt auf Ihren Vortrag. Vielen Dank, Herr Mutter. Ja, in der Tat, wir sprechen sehr viel über die Emotionalisierung von Politik. Wir sprechen über den rechten Populismus, von dem wir meinen, dass er einen neuen emotional expressiven Ton in die Politik einführe. Dazu passen dann Bilder wie diese. Wir sehen sofort an diesen Bildern, dass es hier nicht um irgendwelche Emotionen geht, sondern um negativ getönte, um destruktive Gefühle wie Hass, wie Verachtung. Und nicht nur um Gefühle, sondern eben auch um die ihnen folgenden Praktiken, Verfahren der Demütigung und der radikalen Exklusion. Ich möchte Ihnen zu dieser Beobachtung, die Herr Menzer eben auch nochmal verstärkt hat und die wir vielleicht alle teilen, 7 Thesen anbieten, die dieses Phänomen historisch kontextualisieren und zeitgenössisch einordnen. These Nummer 1. Emotionen in der Politik sind nichts wirklich Neues. Seit der griechischen Antike spielt die Appellation an Gefühle für demokratische Politik eine große, die öffentliche Zustimmung kanalisierende und fördernde Rolle. Jeder Redner, lesen wir bei Aristoteles, jeder Redner mit einem politischen Ziel sehr gut beraten, in seinen Zuhörern bestimmte Gefühle zu wecken und für dieses Ziel zu mobilisieren. Ob es nun der Zorn oder Hass auf einen Gegner sei oder das Mitgefühl mit jemandem, der unter einer schlechten Regierung zu leiden habe. Ansätze einer Gefühlspolitik lassen sich auch später im Absolutismus finden, obwohl der es eigentlich gar nicht nötig hat, um Zustimmung unter seinen Untertanen zu werben. In dem Maße jedoch, wie Zustimmung und Mitwirkung konstitutionell ins politische System eingelassen werden, stehen auch Gefühle dauerhaft und strukturimmanent auf der politischen Tagesordnung. Schon die frühen Liberalen, Sie hier in Frankfurt haben damit einige Erfahrungen gemacht, berichteten von leidenschaftlichen Parteikämpfen, die in den Parlamenten der jungen Verfassungsstaaten ausgefochten wurden. Und man wollte Frauen damals, das fand ich immer ein sehr interessantes Argument, man wollte Frauen gerade wegen dieser Leidenschaft, die in diesen Parteikämpfen zum Ausdruck kam, eben auch von der Politik und von aus diesen politischen Räumen ausgeschlossen wissen. Deshalb sehen Sie ja unten in der Paulskirche natürlich auch nur Männer, und wenn es Frauen gab, gab es die auf der Galerie. Aber auch das musste erkämpft werden. Mit dem Bedeutungsverlust bürgerlicher Honoration Politik auf einem politischen Massenmarkt, wie ihn Hans Rosenberg mal genannt hat, mit diesem Bedeutungsverlust wurden die Partei- und Wahlkämpfe noch leidenschaftlicher, noch agonaler, noch lauter. Das lässt sich bereits im späten 19.
Jahrhundert und auch im frühen 20. Jahrhundert beobachten, vor allem dann aber während der Weimarer Republik. Die scharfe politische Polarisierung trug Leidenschaften auf die Straße, wo sie nicht selten gewaltsame Formen annahmen. Aber auch totalitäre Regime, der Faschismus ebenso wie der Kommunismus sowjetischer oder chinesischer Prägung, auch sie mobilisierten Gefühle, machten Politik mit Gefühlen. Das waren positive Gefühle wie die Liebe zum Vaterland oder das Vertrauen in die angeblich so väterliche Führung, ebenso wie negative Gefühle, Hass gegen Verräter und Volksfeinde, Ekel gegen Parasiten und Volksschädlinge. Das eine Plakat ist übrigens aus der DDR, das andere aus einem Kinderbuch des Nationalsozialismus. Und selbst die frühe Bundesrepublik, die sich in Absetzung davon so gern als nüchtern und emotionsfrei verstand, selbst die frühe Bundesrepublik praktizierte Formen emotionaler Ansprache und Propaganda und machte Politik mit der Furcht vor dem Kommunismus. Das sind zwei Wahlplakate der CDU aus der frühen Zeit. Die Emotionalisierung der Politik hat also eine lange Tradition. Ihre Aufgabe, also meine zweite These, ist es, Bürger an eine Partei und deren Sache zu binden. Diese Form der Bindung geht weit über rein kognitive oder interessengeleitete Beweggründe hinaus. Sie ist intensiver, aber auch volatiler. Gefühle können wechseln, sie sind extrem manipulationsfähig und brauchen deshalb konstante Ansprache. Zugleich lassen sie sich nicht dauerhaft oder auch für längere Zeit auf einem hohen Erregungsniveau halten. Sie erschöpfen sich an sich selber. Ressentiment, definiert als heimlicher Groll, kann als heimliches, eben nicht expressives Gefühl lange vor sich hin köcheln. Lautstarke Empörung dagegen ist an kurzfristigere Zeitrhythmen gebunden. Wer Gefühle als Mittel politischer Bindung nutzen und instrumentalisieren will, muss sich dieser Rhythmisierung bewusst sein. Er oder sie muss auch wissen und weiß es in der Regel auch, dass hochgeputschte Gefühle, vor allem solche negativer Art, Kompromiss- und verständigungsbereite Kommunikation, wie das mit dem Streit ist, können wir dann in der Diskussion klären, verhindern. Eben das unterscheidet die Weimarer Republik bislang von der Bundesrepublik. Während die Weimarer Parteien noch keine Erfahrung mit demokratischen Verfahren hatten und ihre Lust auf Kompromisse entsprechend gering ausgeprägt war, hatten die bundesdeutschen Parteien Zeit, Demokratie zu lernen. Damit verbunden war eine emotionale Abrüstung, die das agonale Freund-Feind-Denken, Frau Deidinger hat es heute Morgen schon erwähnt, schrittweise aus der Politik verbannte. Allerdings nie in toto, wie man etwa bei den Debatten über die Ostverträge noch sehr deutlich merken konnte. Die meisten Beispiele, die ich bislang für eine Emotionalisierung der Politik angeführt habe, lassen sich, das ist These Nummer 3, ein Top-Down-Muster zuordnen. Politische Akteure, der aristotelische Redner, der absolutistische Fürst oder sozialistische Volkstribunen wie Ferdinand Lassalle oder August Bebel bis zu politischen Führern wie Adolf Hitler und Benito Mussolini. Politische Akteure verhalten sich gegenüber ihren Zuhörern, ihren Anhängern, ihren Wählern wie Gefühlsmanager. Bertolt Brecht sprach mit einer meiner Meinung nach zu mechanistischen Metapher von Gefühlsingenieuren. Sie rufen Emotionen auf, lenken sie auf bestimmte Gegenstände und legen Handlungsfolgen nahe. Vor allem Hitler war ein Meister dieses Fachs. In Auseinandersetzung mit der Weltkriegspropaganda entwickelte er ein ausgefeiltes Konzept von politischer Reklame als Kunst emotionaler Beeinflussung und Überzeugung. Sie habe sich, wie es in Mein Kampf hieß, bewusst und gezielt an die Masse zu richten. Diese Masse bzw. das Volk in seiner überwiegenden Mehrheit, ich zitiere jetzt immer, sei so feminin veranlagt und eingestellt, dass weniger nüchterne Überlegung
als vielmehr gefühlsmäßige Empfindung sein Denken und Handeln bestimmt. Deshalb müsse Propaganda in psychologisch richtiger Form den Weg zur Aufmerksamkeit und weiter zum Herzen der breiten Masse finden. Sie habe sich, um wirken zu können, immer mehr auf das Gefühl zu richten und nur sehr bedingt auf den sogenannten Verstand. Hitler selber fand in den 20er Jahren Zeit genug, diese Richtung auszuprobieren. Der Rhythmus seiner Sprache, die Wortwahl, die Modulation der Stimme, die Lautstärke, alles wurde präzise einstudiert, bis in die Körpersprache hinein. Zeit und Raum spielten eine wichtige Rolle. Versammlungen zu früher Stunde treffen Menschen in einer anderen psychischen Verfassung an als solche zur Abendzeit, wenn Willensfreiheit und Widerstandskraft bereits geschwächt seien und es der Redner leichter habe, zu den Herzen seines Publikums durchzudringen. Auch bestimmte Räume seien besser als andere geeignet, Stimmungen und Gefühle hervorzurufen. Hier führte der Atheist Hitler immer gern das Beispiel katholischer Kirchen an, mit ihrem Dämmerschein und Weihrauchduft. In jedem Fall aber sei das auf richtige Weise gesprochene Wort, das gesprochene Wort, ungleich effektiver als das geschriebene. Und Massenversammlungen das beste Mittel, diesen Effekt herzustellen. Sie brächten jene Massensuggestionen vor, die den Einzelnen, die Einzelne, zum Glied einer Gemeinschaft machen. Sie fühlten sich, Zitat, durch die gewaltige Wirkung des suggestiven Rausches und der Begeisterung von 3.000 bis 4.000 anderen, es konnten auch mehr sein, mitgerissen und verließen diese Versammlung anschließend gefestigt, gestärkt und ermutigt. Nach 1945 fanden solche inszenierten Massenversammlungen, wenn überhaupt, dann nur noch im Osten des Landes statt. Und ob sie dort tatsächlich rauschhafte Begeisterung weckten, bleibt fraglich. Im Westen wanderten sie aus der Politik aus und in die Unterhaltungsindustrie ein, Fußballspiele und Popkonzerte. Die meisten Politiker gingen auf Abstand zu jener Kunst politischer Reklame oder benutzten sie äußerst sparsam und zurückhaltend. Selbst Willy Brandt, dem in den 60er Jahren viele, nicht alle Herzen zuflogen, erhielt bei öffentlichen Auftritten das Jubelbedürfnis seiner Anhänger in Schach und baute, wie Journalisten beobachteten, Dämme gegen den Enthusiasmus, indem er zum Beispiel in sehr sachlichem Tonfall über so spröde Dinge referierte wie Währungspolitik. Diese Beobachtung über Jubelbedürfnisse und ihre Dämme führt mich zu meiner vierten These. Sie lautet, Emotionen entstehen nicht nur top-down durch politische Propaganda mit oder ohne Massensuggestion. Sie sind auch bottom-up getrieben. Das demokratische Wahlvolk reagiert nicht nur auf emotionale Anreize von oben. Es generiert auch von sich aus politische Gefühle und Gefühle für Politik. In dem Maße, wie Bürger und später dann auch Bürgerinnen seit dem frühen 19. Jahrhundert an politischer Kommunikation und politischen Entscheidungen beteiligt werden, entdecken und erproben sie sich selber als politisch denkende und politisch fühlende Wesen. Je mehr sie gewahr werden, dass Politik ihr eigenes Leben und dessen Rahmenbedingungen betrifft, desto größeres Interesse entwickeln sie dafür und desto engagierter, auch streitlustiger bringen sie ihre Interessen zur Sprache. Politik als Auseinandersetzung über die Art und Weise, wie Bürger ihr Zusammenleben regeln wollen, eine Minimaldefinition. Politik kann damit per Definition nicht emotionsfrei sein. Im Gegenteil. Gerade moralische Postulate, wie sie seit dem späten 18. Jahrhundert regelmäßig erhoben werden, aber auch kontrovers diskutiert werden, gerade Postulate wie Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, die Gleichheit der Geschlechter, sind gefühlsmäßig stark besetzt. Denn eben das zeichnet einen Wert aus. Und hier argumentiere ich wie Hans Joas. Abgesehen davon, dass ich ihm, also dem Wert und nicht Hans Joas, freiwillig folge, hat er für mich eine hohe Gefühlsintensität. Wird er verletzt, bin ich empört und verteidige ihn mit Leidenschaft. Sonst ist er für mich kein Wert. Wertbasierte Politik lädt
also geradewegs dazu ein, Gefühle zu haben und zu äußern. Das trifft auf professionelle Politiker ebenso zu wie auf Bürger, die an politischer Kommunikation teilhaben und mitwirken. Wir können das in der frühen Arbeiterbewegung ebenso beobachten wie in den neuen sozialen Bewegungen der 1980er Jahre, dem Feminismus, der Ökologiebewegung, der Anti-AKW-Bewegung, der Friedensbewegung. Gerade das damals sehr populäre Konzept der Basisdemokratie war mit Gefühlen kompatibel und mehr als das. Es mobilisierte Gefühle als ein Motiv, sich politisch zu engagieren. Genau genommen fing es bereits in den 50er Jahren an. Hier ein Bild von der Münchner DGB-Demonstration gegen Wiederbewaffnung aus dem Jahr 1955. Die Skelette evozieren die Toten der beiden Weltkriege und mobilisieren Ängste vor einem dritten. Ähnliche Totentänze, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, veranstaltet die Friedensbewegung Anfang der 1980er Jahre. Noch drastischer und zugleich individueller beriefen sich deren Mitglieder auf ihre Angst vor einem erneuten Wettrüsten in einem zweiten Kalten Krieg. Angst spielte auch bei den Demonstrationen gegen Kernkraftwerke oder Endlagerungen von Atommüll eine prägnante und expressive Rolle, ebenso wie die Proteste gegen ökologische Belastungen, Stichwort Waldsterben, davon gekennzeichnet waren. Pointiert gesagt, und das ist These Nummer 5, haben wir es hier nicht nur mit einer von unten getriebenen Emotionalisierung von Politik zu tun, sondern auch mit einer Politisierung von Emotionen. Das betraf vor allem das Gefühl der Angst, das in hohem Maße mobilisierungsfähig wirkte. Angst war nichts, was den Anhängern der neuen sozialen Bewegung von ihren Anführern durch Mittel der Massensuggestion eingeimpft worden war. Angst war vielmehr sehr individuell Treiber der Mobilisierung. Und Angst war positiv besetzt. Man bekannte sich zu seiner Angst, schämte sich ihrer nicht und ließ sich auch nicht als Angsthase beschämen. Man akzeptierte sie als eine positiv gestaltende Kraft, die Bürger zum Widerstand, zum Protest bewegte. Und man erwartete Antworten auf diese Angst. Man setzte das politische System unter Zugzwang. Dass Gefühle in den 70er, 80er Jahren politikfähig werden, lässt sich nicht verstehen, ohne die enorme Aufwertung, die Gefühle zu dieser Zeit insgesamt erfahren haben. Ich nenne hier nur das Stichwort Therapeutisierung. Manche hier mögen sich aus eigener Erfahrung daran erinnern, wie der Therapiemarkt damals boomte, wie weit er in die linken Bewegungen, aber auch in die Mitte der Gesellschaft hineinreichte. Und fast überall war die Botschaft die gleiche. Vertraue deinen Gefühlen, höre auf deine Gefühle. Gefühle galten als unverfälscht, unverfälschbar, nicht korrumpierbar, was ein Mythos ist, aber einer, an dem man bis heute eisern festhält. Gefühle entstünden spontan und anarchisch, ließen sich nicht an die Kandare nehmen und seien deshalb verlässliche Marker unserer wahren Bedürfnisse. Wie gesagt, es ist ein Mythos, der bis heute auch in der Wissenschaft in den sogenannten Affect Studies weitergetragen wird. Aber er war damals sehr einflussreich und hat die Mobilisierung von Emotionen in der Politik befördert. Diese Mobilisierung, so These 6, hält nach wie vor an. Es gibt sie in der extremen Linken und deren militanten Gruppen, die ihre Wut gegen kapitalistische Ausbeutung gern in Szene setzen, besonders medienwirksam auf ihrer Welcome to Hell Performance beim Hamburger G20-Gipfel im vergangenen Jahr. Auch die regelmäßigen Brandanschläge auf Autos in Berlin-Kreuzberg oder Friedrichshain gehen auf das Konto dieser Wütenden. Seit 2016 gesellen sich ihnen Rechtsextreme hinzu, die linke und liberale Bürger mit Gewalt einschüchtern und im Internet dazu auffordern, und offenbar nicht nur im Internet, bei solchen Volksverrätern, Zitat, die Wut rauszulassen. Auch die Brandanschläge auf Flüchtlingsheime sollen diese Wut ausdrücken. Oft spricht man in diesen Kreisen auch von der ohnmächtigen Wut, die man als Deutscher angesichts der von der Regierung, samt ihrer Lügenpresse veranstalteten Umvolkung empfindet
und die sich in solchen Aktionen Luft machen. Die Pegida-Bewegung stellt sich, Zitat Lutz Bachmann von Dezember 2014, als Menschen mit Ängsten und Sorgen hin. Werden diese Sorgen und Ängste seitens der Regierenden, seitens der Systemparteien nicht ernst genug genommen, behalten sich die Pegida-Anhänger das Recht vor, ihrer Wut und Enttäuschung freien Lauf zu lassen, auch mittels Gewalt. Unvergesslich das Plakat mit dem Galgen, an dem Angela Merkel und Sigmar Gabriel aufgeknüpft gehörten. Solche Plakate sind keine Parteiplakate. Sie sind nicht in einem Parteiapparat entworfen und von ihm bezahlt worden, sondern von Einzelnen, die ihre Gefühle auf diese Weise zum Ausdruck bringen. Seit es die AfD gibt, beziehungsweise seit sie von der Mücke zur Höcke- und Gauland-Partei geworden ist, zündelt die Parteiprominenz allerdings eifrig mit. Es sei normal, gab Alexander Gauland im August 2018 zu Protokoll, wenn Menschen nach einem Tötungsdelikt wie in Chemnitz ausrasten. Er wählte fast die gleichen Worte wie 1938, auf den Tag genau vor 80 Jahren, Josef Goebbels, als der den Terror gegen Synagogen und jüdische Bürger mit dem Volkszorn begründete, welcher sich an dem Mord an einem deutschen Diplomaten durch einen jungen polnischen Juden entzündet habe. Der Unterschied liegt allerdings dort, wo es 1938 gar keinen Volkszorn gegeben hat, sondern organisierte Pogrome von SA und NSDAP-Mitgliedern. Die heutigen Wut- und Zornausbrüche im rechtsextremen Lager sind hingegen nicht von oben, von der Parteiführung angeordnet. Sie werden aber von ihr gedeckt und gerechtfertigt und können sich deshalb umso freier und ungenierter gebärden. Außer wenn sie sich jetzt an das Gutachten des Juristen halten. Dass es gerade bei den sogenannten Hassmails keine Grenzen des Anstands mehr gibt, haben Journalistinnen wie Dunja Hayali oder Politikerinnen wie Claudia Roth offenbart. Mit den Hate Slams setzen sie ein souveränes Zeichen des so nicht. Ob es sich auch zur Beschämung der Absender eignet, bleibt dahingestellt. Beschämung funktioniert nur dort, wo man Werte und Normen teilt. Wer sich an solche Werte nicht, also Werte des Anstands, der Gleichberechtigung, des Respekts, nicht oder nicht mehr gebunden fühlt, kann auch nicht beschämt werden. Eben diese Entbindung, früher nannte man es Emanzipation, diese Entbindung entgrenzt auch die Gefühle und es verleiht ihnen eine Kraft, die je nach Perspektive konstruktiv oder destruktiv ist. Konstruktiv ist sie für die Akteure selber, die sich in ihren Gefühlen wiedererkennen, die sie als Zeichen der Verbundenheit mit ihresgleichen, ihrer Bubble begreifen und sich darin eine neue Geborgenheit schaffen. Destruktiv ist sie nach außen, denn es geht um die Zerstörung des Hassobjekts, seien es die liberalen Eliten, die Ausländer oder gleich der ganze Staat. Zugleich, und das ist psychologisch aufschlussreich, zugleich berufen sich die rechten bzw. rechtsextremen Parteigänger immer wieder darauf, dass ihnen selber Unrecht getan worden sei, dass sie gering geschätzt, verachtet, gedemütigt, in ihren Gefühlen verletzt worden seien durch eben jene Hassobjekte. Sie inszenieren sie als Opfer derer, die sie nun bekämpfen. Gefühle fungieren damit gewissermaßen als Transformatoren. Das, was man angeblich selber erlitten hat, gibt man jetzt an diejenigen weiter, die es einem zugefügt haben. Wer sich gedemütigt fühlt von globalen Jetsettern, von arroganten Besserwissern, von selbstbewussten Frauen in Medien und Politik, der oder die, mehr der als die, fühlt sich berechtigt, selber zu demütigen. Das zählt dann zur legitimen Notwehr. Damit bin ich bei der letzten These und beginne mit der Frage, wie sich diese Lust an zerstörerischen Gefühlen, die aber nach innen zutiefst aufbauend und konstruktiv wirken, wie sich diese Lust auf die politische Kommunikation auswirkt und wie man ihr begegnen kann bzw. soll. Was ihre Wirkung betrifft, kann man sie an der Frequenz ablesen, mit der die Republik über die Sorgen und Ängste der AfD-Parteigänger debattiert. Aber auch daran, wie eben diese Republik klare Grenzen setzt gegen Hass, Demütigung und Erniedrigung.
Für die 85-90% der Wähler, die ihre Stimme nicht der AfD geben, ist das eine wichtige Selbstvergewisserung. Für die 250.000, die vor wenigen Wochen in Berlin auf die Straße gegangen sind, unter dem Motto unteilbar, ist sie das auch. Jede Krise birgt eine Chance und sie wird genutzt für die Markierung dessen, was geht und was nicht geht. Eine andere Option wäre, was die Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe als linken Populismus empfiehlt. Mouffe will das neoliberale Regime aus einer postpolitischen und postdemokratischen Alternativlosigkeit entlassen und den populistischen Moment von links einholen. Nur ein linker Populismus, der, ich zitiere, gemeinsame Affekte in Verteidigung von Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit mobilisiere, nur ein solcher linker Populismus wäre in der Lage, den rechten Populismus zu schwächen. Gewährsmann eines solchen linken Populismus ist für Mouffe, kleine Pause, Jean-Luc Mélenchon, der 2016 die Bewegung La France Insoumise gründete. Für Mouffe ist Mélenchon der wichtigste Gegenspieler von Emmanuel Macron und Marine Le Pen gleichermaßen. Tja, und was tut er sonst noch? Er beschimpft Journalisten, die nicht seiner Meinung sind, als Idioten, Lügner und Betrüger. Als das Büro seiner Partei wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten durchsucht wird, beschuldigt er Macron, ein Komplott gegen ihn zu schmieden, gegen ihn persönlich La République c'est moi und ihm die politische Polizei auf den Hals zu hetzen. Er will alle europäischen Verträge aufkündigen und wirft der EU vor, Zitat, die Grenzen zu zerstören. Bitter beschwert er sich darüber, dass Macron Angela Merkel zur Gedenkfeier des Waffenstillstandsvertrags vom 11. November 1918 eingeladen hat. Nicht einmal seinen heldenhaften Sieg im Ersten Weltkrieg könne Frankreich noch gebührend feiern. Und überhaupt ist Deutschland, das ist der historische Feind, gegen den sich Frankreich unbeugsam verteidigen müsse. Das ist emotionalisierte Freund-Feind-Politik vom Besten, inklusive ihrer nationalistischen Töne. Ähnliche Töne sind auch aus den Reihen der hiesigen Aufsteher zu vermelden. Offenbar hat sich Sarah Wagenknecht Mouffes Plädoyer für einen linken Populismus zu eigen gemacht und will den Teufel mit Beelzebub austreiben. Der Verlierer eines solchen Wettrennens steht von Anfang an fest, die liberale Demokratie. Diejenigen, die an ihr festhalten wollen, sollten deshalb Positionen beziehen gegen Rechte und linke Populisten. Das ist nicht so leicht, wie es sich Populisten mit ihrem Schwarz-Weiß-Denken und Fühlen machen. Denn wer stünde der liberalen Demokratie schon gänzlich kritiklos gegenüber? Wer hätte nicht etwas daran auszusetzen und wünschte sich mehr Liberalität oder mehr Demokratie? Michael Zürn hat es neulich auf den Punkt gebracht, in einer Zeitung, die vielleicht in Frankfurt nicht gelesen wird, aber in Berlin. Diejenigen, Zitat, die für eine offene und demokratische Gesellschaft eintreten, stehen vor einer enorm schwierigen Aufgabe. Sie müssen Kritik am Status quo üben, ohne das System zu desavouieren. Sie müssen für Reformen und Veränderungen kämpfen, um die Grundwerte der politischen Ordnung verteidigen zu können. Das ist wohl so und ich füge hinzu, Sie müssen das alles mit Leidenschaft tun oder, um am Ende auch Max Weber noch zu Wort kommen zu lassen, Sie müssen mit leidenschaftlicher Hingabe bei Ihrer Sache sein, dabei aber zugleich heiße Leidenschaft mit kühlem Augenmaß und sachlichem Verantwortungsgefühl verbinden. Tun wir es. Vielen Dank, Frau Frevert.
Ich dachte, als Sie den Chantal Mouffes Aufruf zum linken Populismus erwähnten, dass Sie jetzt eine ziemlich klare Entscheidung zwischen rechten und linken Gefühlsmanagement, zwischen zerstörerischen Gefühlen und konstruktiven Gefühlen aufmachen würden. Aber so genau kann man das nicht trennen. Kann man überhaupt zerstörerische Gefühle von konstruktiven Gefühlen unterscheiden? Ich habe versucht, das ja zu sagen, dass Sie immer, je nachdem von welcher Perspektive aus man Sie betrachtet, immer beides haben. Ein Gefühl, was in einer Gruppe geteilt wird, wirkt unglaublich vergemeinschaftend und stabilisierend für diese Gruppe. Also man kann eine Gruppe durch nichts so gut definieren und zusammenhalten, wie dadurch, dass sie eine bestimmte Menge von Gefühlen teilen. Und diese Gefühle sind natürlich, deshalb habe ich das versucht deutlich zu machen, immer auch an Werte gebunden. Und ich denke, wir können nicht so weit gehen, dass wir jetzt sagen, die AfD hat keine Werte. Natürlich hat sie Werte, nur vielleicht nicht die, die andere Leute haben. Insofern also konstruktiv nach innen, aber destruktiv. Und das ist natürlich auch wiederum ihre Kraft, die sie hat. Sie können Gefühle können mobilisieren, sie können bewegen, sie können Richtung geben und sie können Menschen längere Zeit, nicht dauerhaft, glaube ich, aber längere Zeit doch sozusagen gerichtet gegen etwas anbrennen lassen und damit dann natürlich auch eine Destruktivität entfalten und sollen das ja auch tun. Kann man negative und positive Gefühle, also Angst vor und Lust auf, unterscheiden? Ich finde das sehr schwierig, gerade bei der Angst. Ist mir das beim Überlegen über diesen Vortrag heute immer so deutlich geworden. Man sagt ja immer, Angst in einer Demokratie ist eigentlich ganz, ganz schlecht. Und es gibt immer dieses berühmte Wort von Francis Roosevelt, wie hieß der andere, der gute Franklin, genau, nicht Francis, danke. Franklin Roosevelt, der während der frühen 30er Jahre des New Deal dann gesagt hat, we have nothing to fear but fear. Also er hat die Furcht, die Angst als eine große Bedrohung für Demokratie und auch für die Kraft einer Demokratie, sich wieder neu selbst zu erfinden, dargestellt. Ich finde, man kann es auch anders sehen, beziehungsweise nicht, man kann es anders sehen, sondern man kann Beispiele zitieren, hervorrufen, erinnern, in denen Angst ganz anders gewirkt hat, nämlich mobilisierend, wo Menschen sich nicht ängstlich zurückgezogen haben und die anderen haben machen lassen, vor der Gefahr gewissermaßen ausgewichen sind, sondern wo sie auf die Straße gegangen sind. Und gerade die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts sind ein gutes Beispiel dafür. Es gab heute Morgen im britischen Guardian einen Kommentar unter dem Titel The only thing Trump seems to fear is running out of fear. Also das Einzige, wovor Trump sich fürchtet, ist, dass sich bald niemand mehr fürchtet. Und das ist einfach das Argument läuft, dass einfach diese Angstmobilisierung wahrscheinlich die naheliegendste und effektivste Gefühlsmobilisierung ist, die ein Politiker vornehmen kann. Aber so wurde da weiter argumentiert, auch die destruktivste eigentlich, weil sie Menschen eigentlich eher misstrauisch gegen einander macht und damit an das Fundament von Gemeinwesen gerät. Muss nicht unbedingt sein. Also Angst kann durchaus sein positiv richtungsweisend wirken und sie tut es dann, wenn sie nicht, wenn sie letztendlich Kommunikation nicht schließt, sondern öffnet. Ich habe lange darüber nachgedacht, wenn ich jetzt diese These mit der Politisierung der Emotionen so weit zurückführe, bis in eben das letzte Drittel des 20. Jahrhunderts, tue ich dann, also gibt es dann überhaupt noch eine Unterscheidung zwischen den Gefühlen oder den politischen Gefühlen, die wir heute haben oder beobachten, vor allem im rechten Rand, aber wie gesagt auch zum Teil, aber das ist ja viel marginaler, Gott sei Dank marginaler im linken Chaoten.
kann ich dann Unterscheidungen ziehen zwischen dem, was wir heute beobachten und dem, was in den 80er Jahren da war. Unabhängig davon, dass ich selber natürlich nicht nur Historikerin bin, sondern auch Zeitzeugin und damals sehr aktiv war. Und natürlich war es immer alles richtig, was wir damals gemacht haben, logisch. Aber kann ich also mit etwas mehr Distanz eine Unterscheidung treffen. Und die Unterscheidung würde ich darin sehen, dass die Angst, die damals mobilisiert, also die Menschen auch hatten, die sie mobilisiert haben und dann auch sehr medienwirksam, sehr, sehr sichtbar auf die Straße getragen haben, dass das nicht zu einer Schließung der Kommunikation führte, dass das nicht zu einer Neuauflage des damals auch schon allmählich überwundenen Freund-Feind-Denkens geführt hat, sondern dass es, wie ich es formuliert habe, das politische System unter Zugzwang setzt. Man erwartet etwas von dem politischen System. Dass die Politik soll es richten. Irgendwie keine Atomkraftwerke, okay, aber was dann? Und darüber wird es eine Debatte geben, in die auch diese Bewegung einsteigen. Feminismus genauso. Und während die heutige, diese Gefühlsmobilisierung, die Politisierung von Gefühlen am rechten Rand, aber schon auch zum Teil bis in die Mitte, also in die rechte Mitte der Gesellschaft, eher Kommunikation schließt und eigentlich von diesem System auch gar nichts mehr erwartet. Dieses System wird ja als Ganzes abgelehnt mit diesem Hinweis, den ich immer höre, wenn ich manchmal Taxi fahre. Wir sind das Volk und du bist die Elite und du gehörst nicht dazu. Und dann kann eben auch dieses Streit nicht mehr funktionieren. Also in dem Moment, in dem ich sozusagen als Feind strukturell oder sozial ausgeschlossen werde, dann findet keine Kommunikation mehr statt, überhaupt keine mehr, auch keine Streitende mehr, weil mir überhaupt das Recht abgesprochen wird, an dieser Kommunikation teilzunehmen. Und diese Schließung von Kommunikation auf dem Wege der Politisierung von Gefühlen, würde ich sagen, das ist das Neue der jetzigen Situation. Haben Sie eine Idee, woher es kommt? Das ist erstmal die phänomenale Beschreibung, dass Gefühle vor 30 Jahren anders gewirkt haben und mobilisiert haben und heute mehr abschließend sind. Woran liegt es? Weil die Problemlagen, die dem zugrunde liegen, anders sind? Weil eine grundsätzlich andere Haltung zum demokratischen Staat und zur Gesellschaft vorherrscht? Oder was würden Sie da meinen? Es war ja diese Haltung der 80er Jahre. Das war eine Bürgerbewegung im positiven Sinne. Wir sind Bürger dieses Staates. Das war was anderes als in den 50er Jahren noch, als man gegen Notstandsgesetze auf die Straße ging oder Atomtod, also gegen Wiederaufrüstung und dann auch die Atombewaffnung der Bundeswehr sich gewehrt hat. Das war eine Zeit, in der Bürgersein in dieser Gesellschaft noch nicht stabil war, noch nicht selbstverständlich war. Man wusste nicht, in welcher Demokratie man jetzt wirklich angekommen ist. In den 80er Jahren war das klar. Man ist durch verschiedene Krisen gegangen. Man hat auch das Erstarken der Rechten, NPD, miterlebt, aber auch wieder das Verschwinden dieser Rechten oder das Mäandern sozusagen am Rand. Mal hießen sie Republikaner, mal hießen sie anders. Und diese Demokratie ist sicherlich vor allen Dingen auch durch diese Jahre dann der sozialliberalen Koalition zu einer Veranstaltung aller geworden. Und die Tatsache, dass man damit auf die Straße gegangen ist, mit seinen Bedenken, mit seinen Ängsten, hatte viel damit zu tun, dass man sich eben auch als Teil dieses Ganzen empfunden hat und davor warnen und auch andere mitnehmen wollte dahin, sich gegen bestimmte Entwicklungen in dieser Gesellschaft zu wehren. Aber es war die eigene Gesellschaft. Es war die eigene Gesellschaft. Nicht das eigene Volk, sondern die eigene Gesellschaft, die man selber prägen wollte. Und das hat einen ganz anderen, eine ganz andere Rahmung dieses Protestes bewirkt und nicht dieses wirklich, also einfach das Auseinander, das Zerschlagen wollen dieses Staates. Damals wollte in den 80er Jahren, abgesehen von vielleicht ein paar Fringes, wollte niemand diesen Staat zerschlagen.
Hat es natürlich auch was damit zu tun, dass heutzutage sehr viele Menschen merken oder es vielleicht auch als einzige Art der Willensäußerung oder der kommunikativen Äußerung sehen, sich auf die eigenen Gefühle zu beziehen. Also ich sagte, Eingangsgefühle sind etwas, was nicht dem eigentlich kaum widersprochen werden kann. Ich kann jemandem nicht sagen, hab einfach mal keine Angst. Man weiß, dass es bei Kindern nicht funktioniert und bei Erwachsenen genauso wenig. Also ich glaube, ist in den letzten Jahren entdeckt worden, welchen großen strategischen Wert Gefühle auch als Äußerung von Menschen haben, die sonst wenig kommunikative Möglichkeiten haben oder die ihre eigenen Mitsprachemöglichkeiten eher beschränkt sehen. Das können wir von der Beobachtungsebene vielleicht, auf der Beobachtungsebene so feststellen. Ich frage mich nur, ob das bei den Menschen, die dort seit 2014 in Dresden jeden Montag sich treffen oder den Leuten, die von überall anreisen, um in Chemnitz zu demonstrieren, ob die so weit denken würden. Also da habe ich eher den Eindruck, da wird etwas sehr Geschicktes gemacht. Ob das bewusst ist, ob das unbewusst ist, ich glaube, es ist einfach Teil eines auch neuen oder relativ neuen gesellschaftlichen Diskurses, den man sich da sehr schön zu eigen macht, nämlich man stellt sich als Opfer dar. Man ist das Opfer der Verhältnisse. Man ist nicht Teil dieser Verhältnisse, sondern man ist Opfer derjenigen, die diese anderen Verhältnisse, die man nicht mag, repräsentieren und die einen demütigen. Es ist immer eine passivische Form. Man wird verachtet, man wird gering geschätzt, man wird gedemütigt, man wird beschämt. Damit und aus diesem Opferstatus gewinnt man die Stärke zurückzuschlagen. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Ich zeige es euch jetzt. Und also es ist ja lange auch modisch geworden, sich in dieser Opferhaltung zu bewegen, was auch ein Unterschied übrigens ist zu den 80er Jahren. Damals hat man sich nicht als Opfer, der Feminismus hat sich nie als Opfer dargestellt, sondern als selbstbewusste junge Frauen, überwiegend junge Frauen, mittelalte Frauen. Und nicht als jetzt nur Vergewaltigungsopfer. Also man hatte auch andere Dinge ausprobiert. Aber die Umwandlung des Opfers in einen gerechtfertigt handelnden Täter dieser Opferstatus wird dann eben sehr stark in Gefühle übersetzt. Aber auch eben Gefühle, die eine hohe, soll man sagen, gesellschaftliche Dignität genießen. Also wenn jemand sagt, und Entschuldigung, aber mir kommt immer wieder dieser Satz vor Augen, den Christian Lindner gesagt hat, als er aus den Jamaika-Gesprächen ausgestiegen ist, was er ja jetzt auch nicht mehr akzeptiert, das war ja alles Angela, die ihn da rausgekickt hat. Er hat ja nichts gemacht, er war nur Opfer. Und er hat das damit begründet, dass er in diesen Gesprächen gedemütigt worden sei. Kann man sich das vorstellen? Christian Lindner gedemütigt? Schwer nachzuvollziehen, oder? Aber er hat diesen Begriff, der unglaublich moralisch-emotional belegt ist. Das gehört sich nicht. Wir sind anständige Leute, wir demütigen nicht, wir unterhalten uns respektvoll miteinander. Er hat ganz genau gewusst, was er mit diesem Begriff der Demütigung anstellt, als er den genommen hat. Er hat sich selber als Opfer geriert. Ich bin ja nicht schuld. Sie sagten vorhin, sich selbst als Demütigungsopfer stilisieren und daraus das Recht abzuleiten, andere zu demütigen. Das kann ja so ein Kreislauf, nicht enden wollender Kreislauf werden. Wie gibt es Möglichkeiten, da rauszukommen? Wie reagiert man darauf? Ich meine, es gibt einerseits die Strategie zu sagen, wir müssen diese Menschen in ihren Opfergefühlen und ihren Demütigungsgefühlen ernst nehmen. Ja, ich sage, was wäre die Alternative? Wie macht man diesen Art von Gefühlsdiskurs dann wiederum, öffnet man ihn oder anschlussfähig oder kommunikativ anschlussfähig? Ich kann mich da eigentlich im wesentlichen Teilen dem anschließen, was Nicole Deidelhoff uns heute Morgen schon erzählt hat. Man muss, also erstens wäre ich auch sehr dafür, mit Menschen zu reden, solange sie diese roten Linien nicht überschreiten, also nicht gewalttätig sind, also keine physische Gewalt benutzen, um ihre Ziele durchzusetzen und nicht nur nicht mir, sondern allen anderen auch nicht an die Würde gehen. Aber
mit ihnen sprechen und sie ihnen versuchen, durch die Anerkennung des Miteinandersprechens, des Wahrnehmens als jemanden, mit dem ich rede, mit Rechten rede, ihnen auch zu signalisieren, dass wir Teil einer Gemeinschaft sind, einer Bürgergemeinschaft sind und keiner das Recht hat, weder ich das Recht habe, die Leute auszugrenzen, solange sie sich an die Regeln dieses Diskurses halten, noch sie das Recht haben, mich auszugrenzen. Und das ist nicht hilft, dass wir haben alle Demütigungserfahrungen, wir haben alle Beschämungserfahrungen gehabt, alle, jeder, der hier sitzt, kann solche Dinge erinnern, sofort aus dem Hut zaubern. Aber das, in dem Moment, in dem wir versuchen, damit das zu einem politischen Argument zu machen, ist überhaupt keine Verständigungsbasis mehr. Außer wir sagen ja, wir sind alle gedemütigt, aber das wollen die ja auch nicht. Ja? Aber rein auf zu versuchen, auf die Sachebene zurückzukommen, ist, glaube ich, auch nicht hilfreich. Am vergangenen Donnerstag hat die Schriftstellerin Julie C. bei Maybrit Illner, ich habe da nur zufällig reingesetzt, das war jetzt keine Absicht. Jedenfalls hat sie gesagt, also diese ganze Empörung infolge der sogenannten Flüchtlingskrise, das sei eine emotionale Störung gewesen, der nicht mit Sachargumenten beizukommen sei. Und das habe ich gespeichert, weil ich fand, das führt eigentlich auch zu unserem Thema. Wie kommt man so einer emotionalen Störung bei? Gibt es sowas wie emotionale Argumente? Also muss man anders auf emotionale Störung reagieren als auf sachliche Störung? Man kann auch über Emotionen sehr sachlich reden. Emotionen müssen nicht mit Emotionen begleitet sein. Wovon sie begleitet werden sollten, ist das, was ich am Schluss noch mit der Leidenschaft meinte. Es muss jeder, der spricht und jede, die spricht, muss insoweit glaubwürdig sein, als hinter diesem Sprechen eine Leidenschaft für die Sache, für die sie oder er eintritt, zu spüren ist. Und ich würde an dem Punkt eben auch sagen, okay, ich glaube, ich würde nicht so weit gehen, dass ich jetzt jedem AfD-Wähler eine Leidenschaft für die Sache, auch eine leidenschaftliche Befürchtung oder Angst oder Besorgnis absprechen würde. Ich würde nur erwarten, dass diese Person auch mir die Leidenschaft für meine Sache kreditiert und wir uns auf der Ebene dann treffen, dass wir beide um etwas streiten und um etwas ringen auch, was uns beiden unglaublich viel wert ist. Aber nachdem das klar ist, warum viel wert ist, dann hat man gibt es Streit nur noch auf der Ebene von Sachargumenten. Aber diese Leidenschaftlichkeit sollte von beiden Seiten da sein und sollte auch als wichtiger Faktor, dass man sich überhaupt miteinander hinsetzt, akzeptiert sein.